Herzlich willkommen, hallo in die Runde. Ich freue mich auf diesen Abend, eine Stunde lang Debatte zum Thema Taxonomie, also dieser Frage, was soll eigentlich nachhaltig sein? Was wird die Europäische Union als nachhaltig klassifizieren, wenigstens für Finanzinvestitionen? Da gibt es ja schon ein Regelwerk und jetzt wird diesem Regelwerk noch etwas hinzugefügt, nämlich dass Gas und Atomkraft als nachhaltig gelten sollen. Das ist für uns ein grober Etikettenschwindel. Aber es gibt noch sehr viele andere weitere gute Argumente dagegen, das nicht zu tun. Und die werden wir heute erstmal miteinander diskutieren. Zunächst wird Herr Professor Andreas Höppner dazu sprechen. Er ist Professor am University College of Dublin, aber auch eben Mitglied und Leiter der Untergruppe zu Daten in dem Europäischen Plattform für nachhaltige Finanzen, die diese Taxonomie ja mit entworfen haben, wenigstens einen Teil davon, also nicht den, den wir heute vielleicht kritisieren. Mit Herrn Dr. Götz Reicher, der ist Jurist am Zentrum für europäische Politik und hat auch ein juristisches Gutachten dazu geschrieben, ob das alles so in Ordnung ist, wie die Kommission dort vorgegangen ist, diesen für mich wenigstens Etikettenschwindel dort durchzusetzen. Natürlich mit mir dabei ist Jutta Paulus. Sie und ihr kennt sie alle. Im Europäischen Parlament streiten wir zusammen für gerechte, gute Klimapolitik, Energiepolitik. Jutta kennt sie natürlich auch noch ganz viel mit ganz vielen anderen Sachen aus. Von Corona bis Chemikalien. Von Energieeffizienz bis Biodiversität. Das ist ganz großartig. Genau. Und vielleicht noch ein paar technische Sachen. Also es wird hier aufgezeichnet. Das heißt, erstens, Sie können das nachher noch mal im Netz anschauen. Und zweitens, wenn wir Fragen von Ihnen haben, dann lesen wir die auch vor. Und wenn der Name dann fällt, dann steht es dann auch im Netz. Da unten gibt es ein Fragen- und Antworten-Tool. Da können Sie Ihre Fragen reinschreiben. Am besten ja das frühzeitig machen. Wir nehmen den auf. Wir werden vielleicht so eine halbe Stunde Debatte haben und können dann diese Fragen beantworten. Genau, ansonsten gerne den Chat nutzen, nur eben nicht zum Fragen stellen, weil da schauen wir nicht rein, sondern gerne einfach so, um sich so auszutauschen, Hallo zu sagen in die Runde. Und ja, genau. Keiner weiteren Verzögerung. Dann freue ich mich jetzt auf diesen Abend und möchte Herrn Professor Höppner das Wort geben für seine Einschätzung zu dieser Taxonomie. Ja, the floor is yours. Herzlichen Dank, Herr Bloß. Zuerst mal möchte ich sagen, dass die Taxonomie, das muss man verstehen, ein statisches und kein dynamisches Instrument ist. Das heißt, als Taxonomie selber haben wir als technische Expertgruppe vorgeschlagen gehabt, dass zum Beispiel die Greenhouse-Gas-Richtwerte alle 5 Jahre reduziert werden, damit wir auf einem Path zu Net Zero sind, wie es die EU-Kommission selber zum Beispiel in den Paris-Aligned-Benchmark sehr gut pro Jahr 7% macht. Leider wurde das sofort im ersten Draft, im ersten politischen Draft rausgestrichen. Das heißt, die technische Expertgruppe, noch bevor wir überhaupt über Gas oder Nuklear reden, hatte eine Dekarbonisierung vorgeschlagen, zumindest X% alle 5 Jahre, nicht 7% Jahr für Jahr, wie es in den Paris Aligned Benchmarks der Fall ist, auch von der technischen Expertgruppe entwickelt. Aber das wurde sofort rausgestrichen. Da haben wir damals schon mit 123 Forschern direkt einen Brief geschrieben und waren auch in der Financial Times, dass aus unserer Sicht das nicht mehr wissenschaftsbasiert ist, wenn die Dekarbonisierungstrajectory aus dem Taxonomie-Draft rausgenommen wird. Das selber ist an sich nicht dramatisch, wenn man annimmt, dass man dann alle 5 Jahre in politischen Diskussionen die Weisheit hat, dann auch wirklich die Richtwerte zu reduzieren. Nun sehen wir gerade mit Nuklear und möglicherweise Greenwashed Gas, dass diese Weisheit nicht unbedingt immer vorliegen wird. Das heißt, die Annahme, dass man alle 5 Jahre politisch über eine gemeinsame Diskussion die Richtwerte reduzieren kann, ist wissenschaftlich gesehen doch recht riskant. Nun ist es so, dass wir generell einen Unterschied machen können zwischen der Taxonomie selber und dem Delegierten Akt. Der Delegierte Akt, der erste Delegierte Akt ohne grünes Gas, in Anführungsstrichen ohne Nuklear, ist an sich solide. Ihm fehlen diese Dekarbonisierungspfade.
Dafür kann aber die technische Expertgruppe nichts. Wie gesagt, wir haben die vorgeschlagen, die wurden einfach politisch rausgenommen. Und ich würde den ersten delegierten Akt nach der Person benennen, Nathan Fabian, die als Chair der technischen Expertgruppe mit extrem viel Leidenschaft und unglaublich viel Arbeit durchgebracht hat. Das ist also auch für mich der Fabian Delegated Act. Nun haben wir den zweiten Delegated Act, der sollte eigentlich auch nach der Person benannt werden, die diesen zweiten Delegated Act gegen die Interessen vieler Wissenschaftler, wahrscheinlich mit ähnlich viel Energie, für die Lobbyisten und seinen französischen Präsidenten durchgepusht hat. Das wäre Pascal Confin. Pascal Confin als vorheriger CEO vom WWF Frankreich, das muss man auch nochmal sagen, hat hier sehr klar die Seite gewechselt. Das heißt, er macht nicht mehr das, was das WWF möchte. Ich frage mich auch, warum das WWF Frankreich zu dem Thema nicht deutlich klarer bezieht. Aber für mich ist der zweite Delegated der Confin DA und der erste ist der Fabian DA, um das klar zu unterscheiden. So, was sehen wir jetzt praktisch? Im zweiten Delegated Act, und das haben wir in der Presse vielfach im Januar betont, sind bis zu 1,4 Milliarden Tonnen von CO2-äquivalentem Gas möglicherweise für grün erklärt. Wenn alle Kohle in Gas transferiert werden müsste, wären das bis zu 1,4 Milliarden. Das kann man so beschreiben, als würde man Pommes frites als Salat definieren. Das ist ein Spruch, den ich benutzt habe. Der kommt allerdings von der Heute-Show. Das zeigt auch schon mal, wie schlecht dieser Delegated Act ist. Die Heute-Show hat einen Witz gemacht, der gleich Reality wurde, weil die Realität so schlecht ist. So, das führt jetzt zu folgender Situation, dass in manchen Ländern, zum Beispiel Griechenland oder auch die Slowakei, Sie können das alles in unserem Bericht nachlesen, den wir im Januar als technische Expertgruppe zu dem Confin DA publiziert haben, tatsächlich weniger Emissionen in der letzten Kohle drin sind, die sie eh schon im Phase-Out haben, als drin wären, wenn sie jetzt die ganze letzte Kohle in Gas umändern würden. Das heißt, für einige Länder, nicht für alle, das muss man klar sagen, aber für einige Länder ist es komplett kontraproduktiv. Darüber hinaus wurde natürlich auch der Delegated Act noch weiter verbessert, indem die eigentlichen Treppenpfade, die da für Gas drin sind, sogar noch rausgenommen wurden. Wir haben als Expertgruppe diese Treppenpfade für Gas analysiert. Nach unseren eigenen Dekarbonisierungspfaden, die wir damals vorgelegt haben für die Taxonomie und die im Fabian Delegated Act dann rausgestrichen wurden, sind diese Treppenpfade, die im zweiten Delegated Act sind, im Confin-DA, nicht mal orange, die sind rot. Das heißt, die sind weit weg von grün, die sind nicht mal orange, die sind knallrot. Das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit Dekarbonisierung. So, das ist wichtig zu sagen. Technisch gesehen, ich bin sicher, Dr. Reichert wird es gleich nochmal erwähnen, ist die Tatsache, dass der eigentliche Threshold für CO2-Equivalent per Kilowatt-Hour tatsächlich nicht 100, sondern 270 Gramm ist, also 170 Grad höher, kann in keinster Weise als technologieneutral angesehen werden. Und ich persönlich finde es sehr hart zu sehen, wie die Richter in Luxemburg eines Tages nicht sagen werden, dass das in keinster Weise mit dem Level One Regulation zu tun hat. Wir waren uns auch zumindest in großen Teilen als technische Expertgruppe, so möchte ich es persönlich sagen, bewusst, dass das Dokument, was wir im Januar schreiben, in erster Linie für die Richter in Luxemburg ist und in weniger für die Kommission, die einfach politisch da nicht mehr viel Willen aufgebracht hat. Nun, es ist auch immer wichtig, über Nuklear zu reden. Bei Nuklear ist erstmal ganz wichtig zu gucken, was ist eigentlich passiert. Wir als technische Expertgruppe haben zu Nuklear in der ersten Runde kein Statement abgegeben. Das ist aus verschiedensten Gründen passiert. Ein Grund, weil Nuklear ein komplexes Thema ist und die Kommission fühlt sich sicherer, das an die JRC weiterzugeben. Wir haben das akzeptiert, wir hätten das nicht akzeptieren müssen, das muss man auch klar sagen. So, es wurde dann ans Joint Research Center weitergegeben, die einen Report von über 100 Seiten geschrieben haben. In diesem Report von über 100 Seiten sagen sie nicht, dass Nukleartechnologie sicher ist aus Sicht der Pollution Prevention. Alles, was sie sagen, ist, dass Nukleartechnologie nicht weniger unsicher ist als, und hier rede ich jetzt über Storage von Nuclear Waste, dass das Storage von Nuclear Waste nicht weniger unsicher ist als das Storage von Captured Carbon. Und das Storage von Captured Carbon wäre schon im ersten Draft der Taxonomie drin. Nun, das ist eine sehr balancierte Argumentation, wie man irgendwie wissenschaftlich halbwegs sinnvoll Nuklear als halbwegs sicher erklären kann. Man muss dazu wissen, dass das Storage von Captured Carbon schon existiert. Das Permanent Storage von Nuclear Waste existiert noch nicht und wird überhaupt, wenn nur in Finnland, in den nächsten 10 Jahren tatsächlich stattfinden.
Des Weiteren ist ein relevanter Punkt für Nuklear die sogenannten Accident-Tolerant Fuels. Die Kommission wollte dann im ersten Draft von Confirm-DA Accident-Tolerant Fuels verlangen, die die Industrie auch im Marketing immer angepriesen hat, dass sie sie hätte. Als die Kommission das dann in den Draft reingeschrieben hat, ist die Industrie Sturm gelaufen. Die Nuklearindustrie natürlich gesagt, wir haben sie doch nicht. Entschuldigung, das Marketing war falsch. Wir können das nicht reinschreiben, wir können das nicht garantieren. Da sieht man mal, wie gut die Industrie sich selbst kennt oder zumindest in ihrer Darstellung weiß, was sie tut, vorwärts wird. Das Problematischste allerdings mit Nuklear ist ganz simpel und das ist die Versicherung. Ich habe mit vielen Experten, das können Sie mir glauben, gesprochen, viele Supporter von Nuklear, auch mit vielen Lobbyisten gesprochen. Ich habe jeden Lobbyisten gefragt, wenn Sie eine einzige Nuklear Power Station kennen, die auch nur 5% der Versicherungssumme des Schadens von Fukushima als Versicherungssumme hat, bitte lassen Sie mich das wissen. Keiner hatte eine Antwort. Nach meinen eigenen Berechnungen sind die Besten bei ungefähr 1% des Schadens von Fukushima als Versicherungssumme. Man kann sich vorstellen, wenn wir alle mit unseren Autos völlig rumfahren und die maximale Deckungssumme unserer Versicherung wäre ungefähr 1.000 Euro, das würde nicht besonders gut funktionieren für die meisten von uns. Das heißt, die Tatsache, dass sie einfach nicht versichert sind, ist natürlich insbesondere im Kostenvergleich mit erneuerbaren Energien ein absoluter Humbug. So, jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Der zweite Delegated Act, bitte Confirm-DA genannt, der sogenannten grünen Taxonomy, ist tatsächlich Pommes frites oder auch, ich habe lange in Schottland gelebt, einen frittierten Maßbar als Salat definieren. Herzlichen Dank, Professor Andreas Heppner. Also viel gelernt, Pommes darf kein Salat sein. Wissenschaftlich sollte man sich nicht auf die Weisheit von Politikern verlassen. Und es gibt einen Fabien Delegated Act und einen Pascal Canfin Delegated Act. Ich hatte gestern eine Debatte, wo der zweite Delegierte Rechtsakt, also um den es ja jetzt geht, als Geopolitical Harmful Delegated Act bezeichnet wurde. Also, aber das wird da Paulus gleich nachher nochmal drauf eingehen. Wollten Sie noch was sagen, Herr Höppner? Weil Sie haben gerade Nathan Fabian ist Australier. Also ich glaube, es ist Fabian Delegated Act. Okay, Fabian. Okay, Nathan Fabian Delegated Act. Also das halten wir fest. Jetzt aber zu Ihnen, Herr Dr. Reichert, und Ihrer Analyse, sagen wie die rechtlichen Vorgänge dort waren. Und Sie haben eine Präsentation mitgebracht. Ich freue mich auf Ihre Präsentation. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte einen bestimmten rechtlichen Aspekt betrachten, den ich bewertet habe im Zusammenhang mit diesem zweiten Delegierten Rechtsakt. Und das ist die Frage, verstößt dieser zweite Delegierte Rechtsakt zur Klimataxonomie mit der Einstufung von Atomenergie und Erdgas als ökologisch nachhaltig gegen europäisches Recht? Vorausschicken möchte ich, dass ich mir andere rechtliche Fragen, dass ich darauf nicht eingehen möchte. Also zum Beispiel werde ich jetzt nicht zu der Frage sprechen, ob es sachgerecht ist, Atomenergie und Erdgas entsprechend einzustufen oder auch andere rechtliche Fragen, wie sie zum Beispiel die potenziellen Kläger Österreich und Luxemburg in Gutachten schon haben untersuchen lassen, nämlich ob dieser zweite Delegierte Rechtsakt gegen die Taxonomieverordnung selbst, also den Basisrechtsakt, in materieller oder verfahrensrechtlicher Hinsicht verstößt. Das nur vorausgeschickt. Also ich habe eine bestimmte verfahrensrechtliche Frage mir angeschaut. Das mag sich zunächst etwas dröge anhören, aber auch solche Fragen können durchaus entscheidend und spannend sein. Und letztlich ist es eine sehr grundsätzliche und auch inhaltliche Frage. Nämlich, bitte nächste Folie, durfte der europäische Gesetzgeber, also überhaupt die Kommission im Rahmen dieser Taxonomieverordnung dazu ermächtigen, mittels eines solchen Delegierten Rechtsakts festzulegen, ob bestimmte Energieformen, also Atomenergie oder Erdgas, als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft werden. Durfte also die Kommission entsprechend entscheiden. Und nächste Folie bitte. Da gibt es in den europäischen Verträgen eine Regelung dazu, die diesen
diese Form der Befugnisübertragung regelt. Das ist der Artikel 290. Den möchte ich auch kurz zitieren, weil er eigentlich recht klar ist. Also in Gesetzgebungsakten, hier also zur Taxonomieverordnung als Basisrechtsakt, kann die Kommission grundsätzlich durchaus mit der Befugnis beauftragt werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen. Und dann zur Klarstellung ein zweiter wichtiger Satz: Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs sind dem Gesetzgebungsakt jedoch vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb ausgeschlossen. Nächste Folie bitte. Das ist ganz entscheidend und es ist auch immer hilfreich bei solchen sich ja erstmal sehr technisch anhörenden Regelungen sich zu überlegen, was ist eigentlich Sinn und Zweck einer solchen Regelung, also in dem Fall der Befugnisübertragung. Und hier geht es darum, dass man den europäischen Gesetzgeber, also einerseits das Europäische Parlament, aber eben auch den Rat, letztlich entlasten will von Überfrachtungen mit der Entscheidung rein technischer Detailregelungen. Man möchte auch eine schnelle und flexible Anpassung manchmal ermöglichen und deshalb sagt man, das kann dann auch eben auf die Kommission übertragen werden. Ganz entscheidend natürlich ist, dass es, dass so eine Befugnisübertragung nur für nicht wesentliche Vorschriften möglich ist. Also was wesentlich ist, das soll dann schon der Gesetzgeber selbst auch entscheiden weiterhin. Sinn und Zweck ist letztlich, dass man das institutionelle Gleichgewicht zwischen den europäischen Organen ausgleicht und es eben die originäre Aufgabe des Gesetzgebers, die wichtigen Fragen zu entscheiden. Grund ist das Demokratieprinzip ist eben die Rolle, dass man sagt, das soll nicht ausgehöhlt werden, die Rolle des Parlaments und des Rates als Gesetzgeber, hier soll die Kommission eben nicht zu viel Macht bekommen. Jetzt ist die Herausforderung, die Klärung der Frage, was ist jetzt eigentlich wesentlich? Und das ist ein bestimmter Rechtsbegriff, das ist für Juristen immer schön, weil dann können wir diesen Begriff füllen mit Pro- und Kontra-Argumenten und dazu gibt es auch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der ist grundsätzlich relativ großzügig und räumt dem Gesetzgeber da einen großen Ermessensspielraum ein und sagt, ihr habt ja schon einen Spielraum zu entscheiden, wann ihr sozusagen eure eigenen Rechte auf die Kommission ein Stück weit übertragen wollt und wann nicht. Aber dieses Ermessen ist nicht völlig frei, sondern es gibt objektive Kriterien. Allgemein muss man aber sagen, dass der Europäische Gerichtshof bisher da immer sehr, sehr großzügig war, integrationsfreundlich und man will aus Sicht des Gerichtshofs auch die Handlungsfähigkeit gerade der Kommission da nicht allzu sehr einschränken. Es gibt also noch keine ganz engen Grenzen und dennoch natürlich müssen wir im Einzelfall sich das dann genau anschauen. Also wichtig ist, dass man diese Entlastung des Gesetzgebers haben will. Das kann aber aus meiner Sicht nicht allein maßgeblich sein. Und eben mit Blick auf die Frage Aushöhlung des Demokratieprinzips, wer sollte eigentlich etwas entscheiden können und wer nicht. Nächste Folie. Zur Bestimmung, was nun wesentlich und was nicht wesentlich ist, wie gesagt, kann man jetzt sich trefflich streiten. Es gibt so eine Grundregel, die sagt im Grunde, je politischer eine Frage, eine Entscheidung ist, desto wesentlicher ist es. Das ist irgendwo ein Stück weit eine Binsenweisheit, aber es wird tatsächlich so als Leitlinie vertreten. Aber es gibt Indizien. Und Indizien sind zum Beispiel, wenn mit einer Frage sehr starke Wertvorstellungen verbunden sind, wenn Grundrechte tangiert werden, wenn das Konfliktpotenzial einer Entscheidung groß ist. Ich denke, das kann man
für diese Frage stuft man Atomenergie und Erdgas als ökologisch nachhaltig ein oder nicht, kann man das jetzt durchaus vertreten, dass das eine sehr konträre Frage ist. Und das zeigt ja auch die Diskussion der vergangenen Monate. Und dann gibt es noch ein weiteres Indiz, auch ein rechtliches, das auch in den europäischen Verträgen seinen Niederschlag gefunden hat, nämlich der sogenannte energiepolitische Vorbehalt der Mitgliedstaaten. Demnach bei Energie einfach von jeher eine evident wichtige Frage für die einzelnen Mitgliedstaaten aus ist, haben sich die Mitgliedstaaten damals das Recht vorbehalten, letztlich dann doch noch selbst zu entscheiden, wie sie ihre Energieversorgung und vor allem ihren Energiemix gestalten wollen. Und das ist auch der Hintergrund, warum es zum Beispiel in Frankreich diese Entscheidung gab und auch möglich war, zu sagen, wir setzen auf Atomenergie und Deutschland eben zum Beispiel entscheiden kann, wir wollen aus dieser Energieform aussteigen. Hintergrund ist, und das hat man auch in Deutschland gesehen, es gibt nationale Gegebenheiten, historische Entwicklungen, aber eben auch Präferenzen und in Deutschland eine jahrzehntelange Diskussion, die eben ganz klar ergeben hat, man sieht diese Energieform nicht als nachhaltig an, man möchte sie nicht nutzen und das ist der Hintergrund. Und dieser energiepolitische Vorbehalt, der ist auch für mich ein starkes Indiz dafür, dass es sich hier um eine wesentliche Frage handelt. Gegenargumente gibt es natürlich auch, die wurden auch vertreten, insbesondere auch von der Kommission. Da wurde dann gesagt, naja, es geht hier ja nur um ein grünes Label. Es ist ja keine Verpflichtung, es ist ja die freie Entscheidung von Investoren. Ja, das widerspricht natürlich aber im Grunde dem anderen Narrativ, dass man sagt, die Taxonomie ist wichtig. Ja, es geht ja immerhin um die Lenkung von Investitionen. Es geht um sehr viel Geld und das ist ja auch gewollt, dass diese Taxonomie einen entsprechend starken Einfluss hat. Von daher verbindlich oder nicht, das ist durchaus etwas, was man mit einem Fragezeichen versehen kann, weil es wird auch, und es gibt ja auch schon Rechtsakte, die immer wieder auf diese Taxonomie verweisen. Und so hat man, wird man auch in Zukunft sehen, dass diese Taxonomie auch in anderen Rechtsakten durchaus eine starke rechtliche Wirkung entfalten wird. Also, aus meiner Sicht handelt es sich hier um eine wesentliche Fragestellung. Die durfte nicht von der Kommission oder die Entscheidung darüber durfte nicht auf die Kommission übertragen werden. Deshalb glaube ich, dass wenn diese Frage dann auch irgendwann mal vor dem Europäischen Gerichtshof landet, der EuGH auch zu diesem Ergebnis kommen müsste und diesen zweiten delegierten Rechtsakt zur Klimataxonomie für nichtig erklären müsste. Ob das passiert? Naja, wenn Sie einen Juristen fragen, wird er Ihnen immer sagen, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Aber es sprechen aus meiner Sicht sehr, sehr gute Gründe dafür, dass es sich hier tatsächlich um einen klaren Europarechtsverstoß handelt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Reichert. Sehr gut, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Aber bevor es dazu kommt, wird ja erstmal das Europäische Parlament darüber nächste Woche Mittwoch abstimmen. Und dann hoffen wir mal, dass wir dort schon eine Mehrheit haben gegen diesen delegierten Rechtsakt, dann ist es natürlich schade für Sie, weil das dann vom Gericht nicht geprüft werden kann, ob Sie das Gericht Ihrer Argumentation folgt. Aber wir hoffen, dass es dann sicherer ist. Aber zu diesem Thema und vor allen Dingen auch zu den neuesten auch Entwicklungen und Debatten im Parlament, jetzt Jutta Paulus. Ganz herzlichen Dank, lieber Micha. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Donnerer aufhört. Ich hatte extra mein Mikro ausgemacht. Bei uns tobt nämlich gerade oder hat eben ein Gewitter getobt. Auch das ist ja unserer aller Empfinden nach häufiger geworden. Auch nochmal vielen Dank für die freundlichen Worte und die super Moderation. Ich habe sehr, sehr gespannt zugehört und ich habe auch gesehen, dass während
unseres Webinars die Zahlen nach oben gegangen sind. Deswegen würde ich gerne noch mal ganz kurz das Verfahren erklären, wie es jetzt im Parlament abläuft. Es ist so, dieser Delegierte Rechtsakt, das ist ja eben wunderbar dargelegt worden, was es damit auf sich hat, kann vom Parlament mit einer absoluten Mehrheit abgelehnt werden. Also wir können Einspruch, Widerspruch dagegen einlegen. Aber es muss die absolute Mehrheit aller Abgeordneten sein, nicht aller anwesenden Abgeordneten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall 353 Menschen zusammenbringen. Genau. Und zu dem aktuellen Stand sage ich dann auch nachher noch was. Aber ich habe gesehen, dass die Frage im Chat aufgekommen war, wie funktioniert das denn jetzt? Deswegen habe ich gedacht, erkläre ich nochmal kurz. Ja, warum ist das jetzt auch so eine furchtbare Idee politisch gesehen? Wir haben ja seit dem 24. Februar eine andere Situation als zu der Zeit, in der diese Taxonomie verhandelt worden ist, also dieser Delegierte Rechtsakt sozusagen auf den Weg gebracht worden ist. Und seitdem haben wir in Europa doch, unternehmen wir alle gerade enorme Anstrengungen, aus den fossilen Importen aus Russland loszukommen. Und wir haben im Mai das REPowerEU-Paket der Europäischen Kommission vorgestellt bekommen. Und da geht es eben darum, ne? Wie kommen wir von diesen Mengen weg, womit können wir das ersetzen, was für ein Programm können wir auf den Weg bringen, sprich, wie können wir russisches Öl, russisches Gas, Klammer auf, vielleicht auch russisches Uran, Klammer zu, ersetzen. In dieser Taxonomie ist es aber so, dass nichts von diesen Projekten, die da drin steht, uns bei dieser Aufgabe hilft. Denn da ist förderfähig Bau oder Betrieb von Kraftwerken, die Gas verstromen. Oder Bau, Generalüberholung und Betrieb von Kraft-Wärme-Kochen. Oder Bau, Generalüberholung und Betrieb von Fernwärme. Keine Pipeline, kein LNG-Terminal. Nichts, was uns dabei helfen würde, uns von diesen Importen zu lösen. Also auch von da macht die Aufnahme von Atom und Gas, so wie sie in dieser Taxonomie drin steht, noch nicht mal unter der Prämisse Sinn, dass wir den ganzen Klimakram ignorieren und die Rechtsgeschichten ignorieren. Es hilft uns noch nicht mal. Im Gegenteil, wir haben ja eine endliche Menge Geld, die wir investieren können. Und wenn wir das Geld jetzt in Gas oder Atom stecken, können wir es logischerweise nicht in energieeffiziente Erneuerbare stecken. Ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. Das Problem ist aber, dass das vielfach, habe ich zumindest den Eindruck, vielleicht geht es dir anders, Micha, aber bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so aus anderen Fraktionen, war es oft so, dass es den Leuten nicht klar war, dass die gesagt haben, ja, aber wir müssen auch jetzt mehr LNG-Terminals bauen und so. Und dann sagt man, ja, Moment, das steht aber da ja gar nicht drin. Also es hilft noch nicht mal was. Und da habe ich oft so einen Aha-Effekt erlebt. Ne? Und was natürlich dazu kommt, also zum einen durch die Unterstützung von Bau und Betrieb von mehr Verbrauchern verschärft sich natürlich unsere angespannte Versorgungslage, ist auch klar, wenn man nur auf der Verbraucherseite was macht, verschärft sich unsere russische Abhängigkeit. Und es ist ja so, das ist mittlerweile, glaube ich, allgemein bekannt, dass gemessen, was an Waffen in die Ukraine geflossen ist oder an humanitärer Hilfe oder auch humanitäre Hilfe geleistet worden ist, ein Vielfaches dessen ist natürlich als Bezahlung für Gas und Öl an Gazprom geflossen. Und das ist ja bekanntermaßen ein teilstaatlicher Konzern. Also schon deswegen ist es, glaube ich, unsere Pflicht zu gucken, dass wir jetzt wirklich nichts tun, was diesen Zustand verschlimmert und nicht verbessert. Und wenn man von dieser, ich sage es jetzt mal, geopolitischen Sichtweise dran geht, wir haben in Europa sehr, sehr marginale Gasvorkommen gemessen an anderen Weltregionen. Und wir haben praktisch überhaupt keine Uranvorkommen. Das heißt, es hilft uns auch nicht bei der jetzt zu viel beschworenen Resilienz, nämlich dem unabhängiger werden generell. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, in der etwas, was von Anfang an schon keine gute Idee war, jetzt wie ein Brandbeschleuniger für die bestehenden Krisen wirken würde. Und ich finde, es ist der allerbeste Grund, das abzuwürgen. Aber uns fehlen aktuell, Micha hat es vorhin gesagt, du hast da den Überblick und die wunderbare Echse, wo alle drin stehen. Uns fehlen noch 60 Leute, hast du gesagt, ne? Genau. Ja. Ja. Ich würde sagen, ich schalte jetzt mal rüber zu unserem Fragentool. Ach, die liebe Zeit ist aber lang.
Ja, da möchte jemand wissen, ob es einen Formbrief gibt, mit dem wir alle Abgeordneten im EU-Parlament anschreiben können. Es gibt, glaube ich, ganz viele Formbriefe, weil ich kriege ganz viele. Also das ist was, was auch schon gemacht wird. Ich bin mir halt nicht sicher. Also ich sage es jetzt mal so, als Abgeordnete bekommt man nicht alle Mails zu Gesicht, die man bekommt. Ne? Weil die Zeit ist oft sehr begrenzt, sage ich jetzt mal. Das heißt, es kann gut sein, dass deren Team das sowieso gleich wegsortiert und wir es gar nicht wissen. Aber Micha will was dazu sagen, sorry. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur eine Erfahrung sagen. Und zwar fand ich das jetzt ganz spannend. Wenn man sich mal anschaut, wen sozusagen, wo die Mehrheit liegt, dann kann man eigentlich ganz offen sagen, dass wir noch sehr viele Konservative brauchen. Also wir, die Grünen, Sozialdemokraten, Linken, die stimmen fast geschlossen sozusagen gegen diesen Delegierten Rechtsakt, also für die Ablehnung. Und bei den Konservativen sind es nicht sehr viele, bei den Liberalen auch nicht. Und genau, und was mir aber jetzt berichtet wurde von einem Konservativen ist, dass er extrem viele Briefe bekommt und es ihm schon zum Nachdenken gebracht hat. Das fand ich aber so eine schöne Geschichte. Und vor allen Dingen, was der berichtet hat, dass er sehr viele persönliche Briefe, also nicht nur sozusagen Formbriefe bekommen hat, sondern irgendwie sozusagen eine persönliche E-Mail von jemand aus dem Wahlkreis. Und das macht schon Eindruck, wenn das die Leute aus dem Wahlkreis interessiert. Also genauso, also Jutta, wir beide kennen das. Es gibt manchmal so, dass man irgendwie in 3 Minuten irgendwie 300 Briefe, die alle gleich lauten, bekommt. Das ist natürlich dann irgendwann so ein bisschen langweilig. Aber wenn das sozusagen ein paar persönliche, muss ja nicht lang sein, aus dem Wahlkreis ist, dann macht das schon Eindruck. Wurde mir jetzt berichtet und würde mir auch bei mir persönlich Eindruck machen. Ah, stimmt. Eine Abgeordnete von der CDU hat mir erzählt, dass sie 3 handgeschriebene Briefe bekommen hat. Und das hat sie total beeindruckt. Genau, und ansonsten, ich glaube, das haben wir auch schon ins Hand, ne? Macht ja kaum noch jemand sozusagen. Genau, es gibt ja auch diese Formbriefe, also wir haben es auch in den Chat geschrieben, Fridays for Future hat zum Beispiel einen gemacht mit quasi gleich, da kann man einfach seine Postleitzahl eingeben und dann wird der Abgeordnete rausgesucht, die Abgeordnete. Und von im Atomstopp gibt es hier aus Österreich anscheinend auch nochmal etwas in diese Richtung. Sollen wir bei den Fragen einfach weitergehen? Ja, ich glaube, wir können einfach weitergehen. Also hier ist eine Frage, da geht es eher um CETA. Die würde ich jetzt offen gestanden überspringen wollen, weil das, glaube ich, ein eigenes Webinar wert wäre. Und ich muss auch zugeben, ich kenne mich mit diesen Handelssachen nicht aus. Also es ist einfach nicht mein Arbeitsgebiet und ich jetzt irgendwelchen Unsinn erzähle. Ich glaube, Katharina Dröge hat dazu was gemacht, Anna Capazzini auch. Ich würde euch einfach bitten, da nachzuschauen, weil ich bin jetzt out of my depth, wie man so im Englischen so schön sagt. Oder kennst du dich da aus, Micha? Ich habe ja als Handelspolitikreferent gearbeitet. Oh, sorry, Entschuldigung. Also genau, aber ich lese kurz mal die Frage durch. Ich finde die Frage danach auch interessant. Ich glaube, da kennst du dich aus, geht um diese JRC-Einschätzung. Ja. Genau. Ja, da hat ja Professor Höppner auch schon was zu gesagt. Ne? Also wir haben halt einfach, wir hatten den Auftrag zu prüfen, ob Atomkraft unter das sogenannte Do No Significant Harm Prinzip fällt. Also richte keinen signifikanten Schaden an, was ja auch schon eine etwas lustige Darstellung ist, weil es halt doch ein bisschen unkonkret ist. Und sie haben halt genau das gemacht, was Professor Höppner eben gesagt hat. Sie haben bei jeder wirklich mistigen Eigenschaft von Atommüll oder von generell Kernenergie, Atomenergie, nach irgendetwas gesucht, aus etwas, was vielleicht so am Rande in der Taxonomie vorkommt und was in mancher Hinsicht eventuell genauso schlimm ist oder so. Also es ist eigentlich eine Ausschlussmethode, so aus der Reihe, wir wissen, dass es was macht, aber das, was es macht, kann noch gar nicht so schlimm sein. Und das war aber eigentlich nicht das, was sie nachweisen sollten. Sie sollten nachweisen, dass es nichts tut. Ne? Do no significant harm. Und wenn man halt in jeder Kategorie sozusagen drüber schießt, ob das jetzt Müll ist, ob das Gefahren sind, ob das Giftigkeit ist, ob das, ne, also alles Mögliche, dann ist es ein bisschen schlecht. Professor Höppner wollte noch was dazu sagen, bitte.
Das Dokument ist die Summary, das hier verlinkt wurde, aber im Gesamtdokument kann man das eigentlich sehr schön sehen. Wie gesagt, sie sagen im Prinzip, dass die permanent storage of nuclear waste nicht unsicherer ist als das permanent storage for carbon capture und das zu diesem Zeitpunkt war vorgeschlagen für die Taxonomie. Das gibt es aber schon live, während permanent storage for nuclear waste nicht live existiert, sondern es eine Annahme ist. Und gleichzeitig die Bewertung davon, muss man auch sagen, eher auf naturwissenschaftlicher Basis, nicht auf sozialwissenschaftlicher Basis, ist immer noch die Frage, wer möchte gerne sein Haus neben einem Permanent Storage Facility for Nuclear Waste haben oder seinen Hauspreis davon verändert haben, dass jetzt plötzlich ein Permanent Storage for Nuclear Waste in den Nachbarschaft zieht. Wir könnten es ja so machen, alle, die das befürworten, müssen halt diese Häuser kaufen und dahin ziehen. Das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ja. Ich finde, vielleicht zu dem CETA-Geschichte kann man, also ich weiß nicht, Herr Reichert, was Sie dazu sagen. Als Rechtsprofessor ist es natürlich immer mit diesen Schiedsgerichten bestimmt auch eine Frage, die Sie beschäftigt oder sozusagen als Jurist. Die erste Frage, die dort aber gestellt wird, ist ja, lohnt es sich überhaupt jetzt noch bei der Taxonomie was zu machen, wenn wir CETA sowieso beschließen? Das würde ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Denn also es geht natürlich erst einmal hier um diese Frage, wie im Finanzmarkt also sozusagen die verschiedenen Aktivitäten eingeordnet werden. Aber das ist halt auch das erste Mal, dass es überhaupt so eine vollumfängliche Einordnung von sehr vielen wirtschaftlichen Aktivitäten gibt. Und höchstwahrscheinlich wird man, und das tut man jetzt ja auch schon in anderen, in unterschiedlichen Gesetzen, darauf zurückgreifen, weil man wird ja diese Einordnung, diese Klassifizierung nicht zwei- oder dreimal machen. Das heißt, also die Wirkung von dieser Taxonomie ist meiner Meinung nach schon größer als nur, dass sie sich auf diese Finanzinvestitionen bezieht. Die wird sehr stilbildend sein, für zum Beispiel dann auch die Fragen in der Zukunft, was wird eigentlich gefördert, wenn es um die Frage geht, Nachhaltigkeit zu fördern, wenn es um die Frage geht, den Übergang zu fördern zu der Klimaneutralität. Es gibt Debatten darum, welche Ausnahmen macht man bei den Schuldenregeln, Investitionen in die Nachhaltigkeit, in den Übergang zur Nachhaltigkeit. Also so weit könnte das gehen. Deswegen glaube ich, das ist ja auch schon, genau. Genau, also rechtlich noch nicht, aber in den Debatten schon. Deswegen ist es meiner Meinung nach schon auch eine wichtige Richtungsentscheidung, für die es sich lohnt, auch wenn CETA jetzt abgenickt ist und dann auch mit grüner Regierungsbeteiligung. Wir waren da immer sehr, sehr skeptisch, hatten aber im Koalitionsvertrag festgehalten, dass eben auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gewartet wird. Und das Verfassungsgericht, soweit ich das jetzt eben weiß, hat hier keine Ablehnung oder sozusagen keine Verfassungsunrechtmäßigkeit festgestellt. Und gleichzeitig gibt es jetzt eine nochmal sozusagen den Versuch oder eine Erklärung auf jeden Fall, dass diese Schiedsgerichtbarkeit, um die es ja vor allen Dingen geht, also dass es Schiedsgerichte gibt außerhalb des Rechtssystems international, die quasi dann nationales Recht wie brechen, dass da also nochmal rangegangen wird und das nicht so anwendbar ist. Jetzt muss man natürlich gucken, was hat das für eine rechtliche Logik. Aber ich würde Sie, wenn Sie wollen, Herr Reichert, dazu, wenn Sie dazu einen Kommentar machen wollen, würde ich Sie reinbringen. Wenn nicht, dann hatte sich Herr Professor Höppner dazu auch gemeldet. Vielleicht ganz kurz, ja, also ich kann das nur unterstreichen, ich hatte es ja auch gesagt, die Taxonomie jetzt an sich ist durchaus entscheidend, weil es eben nicht nur um das grüne Label geht, sondern es klar ist, man wird in Zukunft bei europäischer Regulierung immer wieder darauf verweisen. In ganz unterschiedlicher Form, und das ist eine ganz übliche Technik. Wenn man da eben mal einen Maßstab hat, der auch anerkannt ist und auch rechtlich sozusagen schon in Form gegossen, dann möchte man natürlich wieder auf diesen Maßstab dann zurückgreifen, auch in einem völlig anderen Zusammenhang. Das ist das eine. Ja, und ja gut, internationales Handelsrecht, das würde jetzt überhaupt Investitions- und Schiedsfragen. Das wäre jetzt ein sehr weites Feld, wenn ich dazu was sage. Ich habe mich damit früher in meiner
in einer früheren Tätigkeit als Anwalt damit durchaus sehr intensiv auseinandergesetzt. Aber da geht es immer um die Grundsatzfrage bei Schiedsgerichten. Wer entscheidet da eigentlich etwas und erfolgt es nicht außerhalb sozusagen auch der staatlichen, hoheitlichen Gerichtsbarkeit? Das war eben vor vielen Jahrzehnten ein Weg, um im internationalen Bereich auch gerade Staaten wie Deutschland, was Investitionsschutz angeht, da einen gewissen Rahmen zu geben. Und ja, mit diesem Spannungsfeld ist man dann eben konfrontiert, inwieweit das dann eben private, sage ich mal, und staatliche Rechtsprechung da miteinander in Konflikt geraten. Das ist ein Grundproblem, das besteht, ja. Herr Professor Höppner. Ja, also die Taxonomie, da geht es nicht nur darum, ob die Refinanzierungskosten von Gas oder Nuklear runtergehen und dementsprechend nicht das richtige Geld in Renewables fließt. Da geht es auch nicht nur darum, ob möglicherweise die französische Regierung das grüne Label ausnutzt, um zu argumentieren, dass die staatliche Unterstützung in Nuklear stecken darf. Das heißt, eine Industrie, die eigentlich finanziell nicht mehr viable weiter am Leben hält, ohne dabei Wettbewerbsverstöße einzugehen. Da geht es auch um eine globale Vorbildfunktion. Der ursprüngliche Draht der britischen Taxonomie hatte zwar Nuklear drin, aber kein Gas. Jetzt schreiben viele britische NGOs Briefe, dass Gas bitte nicht noch reinkommt. Man kann stolz auf Südafrika sein. Die haben bis heute kein Gas oder Nuklear drin. Wahrscheinlich werden die grünere Taxonomie haben als Entwicklungsland. Und dementsprechend, die Taxonomie hat da sehr, sehr reichweite Folgen. Ich habe persönlich selber mal auf BBC CETA diskutiert. Mit allem Respekt, ja, theoretisch gesehen ist das ein großes Problem. Praktisch gehen das ein Handelsabkommen mit Kanada, das sind 25 Millionen Menschen. Das heißt, wie viel da wirklich passiert, ist verglichen mit einer Taxonomie, die hunderte von Millionen Menschen in Europa beeinflusst und eine Vorbildfunktion weltweit hat, weil das mit Abstand die erste war, eine wirklich andere Frage. Und was halt dazu gehört, wir haben ja den Corona-Wiederaufbaufonds in der Europäischen Union. Da geht es um 750 Milliarden Euro. Und da steht eben auch Do No Significant Harm. Und das ist richtig viel Geld. Also es sind nicht nur die Milliarden für die französischen Atomkraftwerke, sondern es ist sehr, sehr viel Geld, was sich dann an dieser Taxonomie eben orientiert. Nur noch mal als zusätzlichen Punkt. Ich bin mir unsicher, ob nicht im CETA, in dem Bundestagsbeschluss noch mal irgendwas drinsteht, von wegen, es dürfen keine Richter einfach so ernannt werden oder so. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah, das ist jetzt eine Frage, die kannst du vielleicht besser einordnen, Micha. Welchen Einfluss rechnen Sie dem Veröffentlichungsdatum des Vorschlags der EU-Kommission kurz vor Weihnachten oder Silvester vielmehr? Dachten die, das merkt keiner rechtzeitig, um zu protestieren? Naja, also in Brüssel war es ein offenes Geheimnis, oder? Also erstmal muss man sagen, dass es natürlich eine Verzögerungstaktik war. Also wir haben alle gewartet vor Weihnachten, wann jetzt dieses Ding kommt. Und dann wurde gesagt, es kommt am 20. Dezember und dann wurde gesagt, es kommt vielleicht so am 28. und dann kam es eben am 31. Dezember. Meiner Meinung nach hat sich die Kommission hier irgendwie selbst ein Bein gestellt, weil dadurch wurde natürlich eine unglaubliche Wartehaltung bei den Abgeordneten, aber auch bei den Journalistinnen und Journalisten geschaffen. So, was ist denn jetzt eigentlich und wieso verheimlichen die das so? Und dann kam es auch noch quasi in ein bisschen in das Winterloch rein. Und deswegen war dann sozusagen in der bei Spiegel Online, ich glaube, an Neujahrsmorgen dann eben die große Schlagzeile so, EU will irgendwie Atomkraft als grün bezeichnen, während wir in Deutschland gerade die letzten Atomkraftwerke abschalten. Das passt doch alles nicht zusammen. Also genau, das sollte, glaube ich, ein Versuch sein, das möglichst ohne Aufmerksamkeit zu veröffentlichen, das ist überhaupt nicht gelungen. Andersrum finde ich es gerade eben so, dass es gerade eben wenig Berichterstattung dazu gibt, obwohl jetzt ja die Entscheidung dazu ansteht im Europäischen Parlament. Aber deswegen machen wir dieses Webinar und es gibt ganz viele auch noch eben andere Tools. Genau, also ich glaube, so ist es. Ich finde, vielleicht kann ich das einfach nochmal reinbringen, weil es auch keine Frage dazu gab. Jutta, du hast es schon ein bisschen gesagt, diese geopolitische Sichtweise. Was jetzt total spannend war und was von Greenpeace nochmal aufgedeckt wurde, aber was auch von
manchen Stimmen aus der Ukraine kommt, ist einfach nochmal dieser Konnex. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, dann sozusagen war das ja einfach Frankreich und Deutschland, die gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, die Franzosen wollten ihre Atomkraft da drin haben und sagen wir mal, die Gasindustrie in Deutschland, die ja auch nicht klein ist, wollte dann das Gas dort drin haben. Und wenn man sich mal anschaut, wer da sozusagen auch lobbyiert hat, dann hat Greenpeace herausgefunden, dass es sehr viele russische Tochterunternehmen von Gazprom und so weiter waren. Und wir kennen ja auch sozusagen auch in der Politik die Verbundenheit zwischen, sagen wir mal, Putin und manchen Leuten. Ich sage jetzt nochmal Stichwort Schröder. Also sozusagen das Businessmodell, was wir ja gerade haben in Deutschland, ist, wir produzieren mit günstigem russischem Gas Dinge und verkaufen sie dann in die Welt. Und ich glaube, das hat uns, auch in Deutschland hat es gut funktioniert. Das bedeutet natürlich aber auch, wir haben uns extrem abhängig gemacht und auch erpressbar gemacht von Putin eben. Und das merkt man jetzt ja auch. Also wenn Putin den Gashahn abdreht, dann wird es richtig schwierig in Deutschland. Dann wird es möglicherweise kalt im Winter. Da haben wir richtig ein Problem. Und das ist vielleicht unter anderem auch mit ein Grund, warum Deutschland vielleicht nicht so stark die Ukraine unterstützt, wie sich das manche wünschen. So, und das merken die Leute in der Ukraine, dass es dort diese Abhängigkeit gibt und dass es auch mit ein Grund ist, warum bisher sozusagen die Ukraine nicht so stark unterstützt worden ist. Aber es merken auch die Leute in Polen und im Baltikum und merken, dass das für die auch ein Problem ist, ne? Weil sozusagen dort die russische Bedrohung noch viel stärker gefühlt wird. Und wenn sozusagen dann eines der stärksten Mitgliedsländer so abhängig ist, dass es fast erpressbar ist von russischem Gas, dann ist es einfach ein Problem, sicherheitspolitisch, geopolitisch für die Europäische Union als Ganzes. Und es gibt jetzt eben sozusagen schon Stimmen, die sagen, Leute, das geht nicht, ihr könnt diese Taxonomie nicht so abstimmen, weil eben sozusagen die Taxonomie jetzt nicht, ne, die führt jetzt nicht dazu, dass wir unbedingt mehr russisches Gas konsumieren direkt, aber sie ist eben auch, sagen wir mal, nicht für LNG gebaut, die Kraftwerke sozusagen oder die Annahme hinter der Taxonomie, dass es sozusagen 20, bis 2035 noch Gaskraftwerke gibt. Das sind alles Annahmen, die auch unter der Prämisse getroffen werden, dass man eben dieses günstige Gas hat. Mit dem teuren LNG-Gas kann man das nicht so wirtschaftlich betreiben. Und deswegen gibt es jetzt Stimmen, die sagen, Leute, bitte, wir wollen eine neue Taxonomie, wo nur Atomkraft drin ist und kein Gas oder wenigstens russisches Gas ausgeschlossen. Und das ist gerade in wenigstens innerhalb der konservativen Fraktionen und auch zum Teil bei den Liberalen schon ein sehr, sehr wichtiges Argument. Und da gibt es auch, sagen wir mal, wichtige ukrainische Stimmen, die das vorbringen. Und das finde ich auch nochmal einfach einen spannenden Aspekt, den ich einfach mal so reinbringen wollte. In Deutschland ist es nicht so sehr debattiert. Ich hatte gestern, bin ich zusammengesessen mit dem ehemaligen litauischen Premierminister Andrius Kubilius, und das war für den das Wichtigste, sein Argument, der auch sehr, sehr offen dafür ist, dass man diese Taxonomie ablehnt, und der ist aber auch für Atomkraft und so weiter, aber der auch dort sozusagen seine Außenpolitiker zusammentrommelt und sagt, Leute, so dürfen wir das nicht machen, das ist ein Geschenk an Putin. Und es gibt ja auch diese interessante Aussage vom russischen Energieminister, der gesagt hat über die Taxonomie, für uns bedeutet die grüne Taxonomie in Europa eine Vielzahl an Business Opportunities. Investitionsmöglichkeiten, genau. Er hat wirklich also den Korken knallen lassen, richtig öffentlich. Möglichkeiten. Ich glaube, das wollte ich einfach nur mal reinbringen, weil ich das einen spannenden Aspekt finde und denke auch eben sozusagen, diese Taxonomie wurde, ich meine, ob man sie gut findet oder schlecht, sie wurde einfach vor dem Krieg gemacht. Und jetzt sind wir in einer anderen Welt und sie begünstigt Business-Modelle, die jetzt nicht mehr funktionieren, wenigstens wenn wir uns ehrlich dafür entschieden haben, weg vom russischen Gas zu kommen. Ich weiß nicht, ob das alle schon getan haben, aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns da nicht mehr abhängig machen. Das dann auch möglichst schnell, ne? Also dass man jetzt nicht irgendwie noch, keine Ahnung, das Ganze 10 Jahre lang aufrechterhält, bis man es in aller Ruhe abwickeln kann. Ja, ja. Die Fragen durchlesen. Ja, ich bin genau.
Ah, okay. Das mit der Handlungsfähigkeit und der Fehlerfähigkeit habe ich jetzt, glaube ich, nicht ganz verstanden, aber ich finde den nächsten eigentlich auch ganz, die nächste Frage sehr spannend. Inwieweit spielt der Energy Charter Vertrag in der Entscheidung des Energiemixes der Regierung eine Rolle? Hat dieser Vertrag nicht einen enormen Einfluss? Jein, würde ich sagen. Ist es natürlich so, dass sozusagen fossile Investments nach diesem Vertrag geschützt sind, erneuerbare auch, ne? Also da ist da, wie heißt das immer so schön, technologieoffen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Volumina, um die es da geht, wenn es um eine, was weiß ich, ein ganzes Gasfeld geht oder eine ganze Kohlemine geht oder so, die sind dann halt schon enorm, ne? Und wenn dann ein Staat sagt, nee, wir wollen Klimaschutz betreiben und deswegen legen wir das jetzt still, dann muss er halt sehr viel Schadensersatz zahlen. Und naja, bei der Erneuerbaren gibt es, ich sage jetzt mal so, wenige Gründe, sich stillzulegen, weil sie halt kein CO2 ausstoßen, deswegen haben wir das Problem dann nicht so. Insofern, es hat schon einen Einfluss, weil es einfach sehr viel Geld auch bindet und weil das, was durch diesen Vertrag abgesichert ist, unser CO2-Budget sprengen würde. Ja, also das darf in keinem Fall alles aus dem Boden geholt und verbrannt werden. Es geht gar nicht. Insofern spielt es schon eine Rolle, weil eine Regierung natürlich sagt, wir haben keine Lust, Schadensersatz zu bezahlen. Und wir hatten ja jetzt auch gerade die Debatte um genau diesen Vertrag. Und also sagen wir es mal so, ich sehe jetzt schon in näherer Zukunft, dass mindestens etliche Mitgliedstaaten diesen Vertrag verlassen werden, weil er offenkundig unreformierbar ist. Und hoffe eigentlich, dass man sich innerhalb der Europäischen Union darauf einigt, dass quasi Klagen untereinander sozusagen ausgeschlossen sind. Ne? Also das sind ja nur Länder, in denen es eine Gerichtsbarkeit gibt und dafür war die Energy Charter Treaty ja nie gedacht. Genau. Ah, da fragt man unsere Expertin dazu, wenn Sie da zum Energy Charter Treaty noch was sagen wollen zu diesem Thema, was bedeutet das eigentlich für den Energiemix? Ja, wollte ich nur sozusagen das Angebot machen, dazu noch was zu sagen. Dem ist aber nicht so. Dann gehen wir weiter. Aber unser Technical Expert Group, wir haben ja den richtigen hier sitzen, wird durch Atomstrom hergestellt, Wasserstoff auch als grün eingestuft. Durch Atomstrom hergestellter Wasserstoff? Ja, elektrolysierter. Also die Franzosen sagen bestimmt ja. Ich meine, dass die eigentliche Stromherstellung da nicht kategorisiert ist. Das heißt, ich glaube, wo der Strom herkommt, der den Wasserstoff erstellt, ist nicht klassifiziert. Allerdings muss ich sagen, wir haben über 600 Seiten und dementsprechend kann es gut sein, dass ich mich jetzt nicht ganz genau erinnere. Das kann jeder gerne reinschreiben, wenn ich falsch erinnere. Aber ich meine, auf Basis der Tatsache, dass das ja im Grid nicht wirklich klar ist, wo der Strom herkommt, glaube ich, ist das so nicht klassifiziert. Es ist also auf jeden Fall eine sehr interessante, wenigstens politische Frage, weil gerade dieses immer wieder hochkommt, also woher kommt sozusagen der klimaneutrale oder grüne Wasserstoff in der Zukunft, der uns hilft, die Industrie zu dekarbonisieren, der uns hilft, den Flugverkehr zu dekarbonisieren. Und Macron hatte im Europäischen Parlament schon gesagt, dass Frankreich gerne dazu bereit ist, mit seinen Atomkraftwerken ganz Europa mit eben klimaneutralem Wasserstoff zu versorgen. Und ich glaube, steckt ja auch so ein bisschen gerade dahinter, dieser Frage, also mit der Atomkraft, dass die dort als grün klassifiziert wird, ob sagen sich da wirklich, sagen wir mal, wirklich erneuerbarer Wasserstoff dann durchsetzt oder eben Atomwasserstoff oder beides. Aber auch darüber sozusagen wird anhand der Taxonomie diskutiert. Wir sind schon auch fast durch mit der Zeit. Es ist schon drei Minuten vor. Man merkt es gar nicht. Es war so kurz. Ja, ich habe irgendwie auch anderthalb Stunden im Kopf gehabt. Vielleicht liegt es daran. Aber ist egal. Ach so. Es gibt auf jeden Fall noch eine wichtige Frage, die hier von Gabi Schweiger gestellt worden ist. Ist der Termin der Abstimmung am Mittwoch schon fix? Dazu kann man sagen, ja, seit heute ist das so. Das ist natürlich, das Europäische Parlament ist da immer sehr flexibel und legt immer am Donnerstag vor der Plenarwoche den Zeit- oder Plan fest. Das heißt aber, jetzt ist es sicher, es wird am nächsten Mittwoch um circa 12 Uhr abgestimmt.
Wir brauchen die absolute Mehrheit, das heißt 353 Stimmen. Und nächste Woche, Mittwoch, wissen wir mehr. Da wissen wir dann, ob wir doch nochmal sozusagen die Möglichkeit haben, mit Herrn Reichert noch ein weiteres Webinar zu machen. Thema, wie wird denn das jetzt vor Gericht? Oder ob wir es geschafft haben und vielleicht ja, es einen anderen Delegiertenrechtsakt gibt. Also wie gesagt, es ist wirklich wichtig, gerade auch Deutschland ist ein sehr, sehr großes Mitgliedsland mit 96 Abgeordneten im Europäischen Parlament. 30 davon kommen circa von der CDU, 6 von der FDP, wenn ich mich recht entsinne. Die FDP will sich, glaube ich, bisher enthalten und in der CDU-CSU ist es noch nicht so richtig klar, wenn man diese Menschen noch durch zum Beispiel handgeschriebene Briefe oder Ähnliches überzeugen kann, dass es keine gute Idee ist, dafür zu stimmen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Gründe. Ich glaube, wir haben heute viele genannt. Ja, dann macht es einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Sie und man muss die Briefe aber, glaube ich, nach Straßburg schreiben, oder? Ja, oder man scannt sie ein und schickt sie ihnen an per E-Mail. Das ist eine gute Idee. Ja. Das geht dann schneller und kommt auch an. Also genau, aber das ist jetzt einfach noch wichtig, dass da was passiert. Jutta Paulus und ich sind total dran. Wie gesagt, wir haben, das hat sie ja schon erwähnt, wir haben sogar eine Liste mit allen Abgeordneten, die, wo wir schon gesagt haben, in Frage kommen, sagen wir es mal so. Wir kennen ja auch ein paar, die brauchen wir, weiß Gott nicht. Und es ist wirklich so, dass, also ich glaube, man erzählt hier, oder beziehungsweise es ist kein Internas, es gibt zum Beispiel noch keine wirkliche Haltung innerhalb der konservativen Fraktionen. Die haben gestern darüber diskutiert und sind aber zu keiner Position gekommen. Die werden am Dienstagnachmittag da nochmal eine Position versuchen zu finden, wenn auf der ihrer Abstimmungsliste eine freie Abstimmung ist oder sogar eine Zustimmung, dann, glaube ich, haben wir gewonnen. Wenn da ein Minus ist, dann haben wir voll, also dann wird es schwierig, sagen wir es mal so. Also es lohnt sich jetzt wirklich noch in den letzten Tagen vor dieser Abstimmung wirklich nochmal etwas zu tun. Ich hoffe, Ihnen hat das alles gefallen, die Sie hier diese Stunde am Donnerstagabend sich herausgenommen haben. Mir hat es total gefallen, vor allen Dingen auch deshalb, weil wir so großartige Referentinnen und Referenten hatten, also und eine tolle Co-Host, die auch referiert hat. Herzlichen Dank, Herr Professor Höppner, herzlichen Dank, Dr. Götz-Reichert, für Ihren Input, für das Beantworten Ihrer Fragen. Und Herr Professor Höppner, Sie haben das Schlusswort. Ich will noch was sagen, ja. Eine ganz kurze Frage. Glauben Sie jetzt als Politiker, dass eine freie Abstimmung bei der Konservativen reichen würde? Also wenn die es freistellen, wie jeder abstimmt, würde das dann klappen? Es wäre zumindest erheblich einfacher. Ja, es kommt dann eben darauf an, wie weit wir es schaffen, die dann noch zu überzeugen. Und es sind ja nicht nur wir, sondern die sind ja auch innerhalb der konservativen Fraktionen gespalten. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie sozusagen sich insgesamt darauf einigen, also für die Ablehnung zu stimmen, das halte ich gerade nicht so für richtig realistisch. aber eine freie Abstimmung würde auf jeden Fall helfen. Dann gibt es sehr viele Leute, die eben sehr gute Gründe sehen. Und es gibt eben auch sehr viele Leute, die sagen, wir wollen Atom, also gerade bei den Konservativen, Atom finden wir gut, Gas finden wir keine gute Idee und das dann aus diesen Gründen ablehnen. Ich will die jetzt sozusagen Ihnen nicht vorschreiben, aus welchen Gründen Sie es ablehnen sollen. Ich habe meine eigenen und jeder darf da seine eigenen haben. Ich glaube, es wäre einfach gut, wenn wir sozusagen diese Taxonomie wissenschaftlich basiert halten würden und nicht zu einem politischen Ding machen würden. So war sie nie gedacht. Und sie soll ja ein Kompass sein dafür, was nachhaltig ist und nicht dafür, was politisch gewollt ist. Und genau, also das ist mir einfach das Wichtigste und dafür. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist deutlich besser, als ich im Januar erwartet habe. Auch der Draft auf Ihrer Webseite, Herr Bloß, war sehr, sehr hilfreich für uns. Schon am 1. Januar. Okay, wunderbar. Dann, Jutta, ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen? Ja, wie gesagt, nochmal ganz am Schluss ein ganz herzliches Dank an Professor Höppner, an Dr. Reichert, die uns hier wirklich, also ich habe ganz viel notiert und werde das auch nochmal nutzen jetzt in den nächsten Tagen, weil ich meine, Micha ist natürlich Tag und Nacht unterwegs, sage ich jetzt mal. Aber in der Straßburg-Woche hat man halt den Vorteil, dass man die Leute viel eher sieht als in Brüssel. Man läuft sich dann auch mal über den Weg und dann denkt, den habe ich ja noch gar nicht gefragt. So, ne? Wie gesagt, wir werden
kämpfen bis zur letzten Minute. Ganz herzlichen Dank an unsere Referenten. Ganz herzlichen Dank an das Team im Hintergrund, was wie immer die ganze Technik organisiert und vorbereitet und Texte macht und sonst was. Und, mir bleibt nur, euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Und wenn ihr irgendeinen kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, einfach anquatschen. Hilft immer. Und sind, glaube ich, auch mehrere Demos angemeldet. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall auf der Aufgestrahlt-Seite hatte ich auch was gesehen. Wie gesagt, wir sind für jede Unterstützung dankbar. Macht's gut. Tschüss. Danke, schönen tschüss. Abend. Ciao. Schönen Abend.